Deutschrap retten. Nun gut. Die Leute rufen, Boss, come back. Na gut, da gibt es halt noch mal ein Boss Comeback. Meine Damen und Herren, hiernach vergessen Sie alles, was Sie die letzten Jahre in diesem Sauerhaufen Deutschrap miterleiden mussten. Sie werden geblitzdingst. Heißer Haffe, aufstehen, aufstehen, Freunde, was das ganze Tag schlafen, seid ihr bereit für die nächste Folge? Das gibt's in dieser Folge unter anderem zu sehen. Viel Spaß! Ja gut, La Deutsche Vita steht einfach auch für ein positives Lebensgefühl, was wir hier in diesem Land auch einfach mal wieder brauchen. Es war auch wirklich ein Jahr wieder voller Fitna und Turbulenzen und Drama und Gossip und hast du nicht gesehen. Und die ganzen Zankhähne, was war da letztens noch gewesen? Mein alter Freund Dieter Bohlen und dann Katja Krasavice zum Beispiel, die Zankhähne da, es zieht sich ja bis heute zum Beispiel. Immer noch, ich hätte jetzt letztens einen Song gedroppt, oder? Der immer noch mal wieder einen drauf. Und der Dieter hat dann noch nicht mal geantwortet, ist ja auch kein Rapper, was soll er machen? Da sind zu viele Baustellen offen. Die ganzen Zankhähne, das muss jetzt mal ein Ende finden. Aber da kommen wir später nochmal zu dem Thema. Jetzt zeigen wir doch den Leuten erstmal was ganz Interessantes, oder? Nämlich, wie ist das denn überhaupt so mal mit dem Boss unterwegs zu sein auf einer Modenschau? So, meine Freunde, nach langer Zeit sind wir wieder bosshaft unterwegs. Heute in Österreich angekommen. Was ist denn da los? Alter, und ich habe schon Zeit, es kann aber nicht dein Ernst sein. Außerdem siehst du den Außengeschluck Wasser in der Kurve hier. 220er Bizeps hier. Unglaublich. Bosshaft unterwegs, nicht boshaft. Wisst ihr, ich bin voll raus. Sorry, kann ich das irgendwie wieder gut machen, dass ich jetzt so angeschrien habe? Ja, Autogramm war super. Ja, komm, Autogramm. Auf die Stirn. Ja. Dankeschön. Ja, gut. So, also Freunde, jetzt wieder bosshaft unterwegs, heute in Wien, in Österreich. Der Boss hat eine besondere Beziehung zu Österreich. Es kommt öfter vor, dass er durch die Straßen schlendert und die Menschen sagen Österreich. In diesem Sinne, heute machen wir einen Bombenauftritt wie bei Tretminen auf der Modenschau. Kommt mit, Freunde. Dankeschön, Anna. So. Da sind wir auf der Modenschau. Die Bara macht hier gerade die Moderation. Jetzt geht's langsam los. Nachher werde ich hier auch noch über den Catwalk flanieren. In feinster Manier. Und wir haben heute 90% weibliches Publikum. Das ist ein bisschen ungewohnt. Normalerweise haben wir auf Touren ca. 95% weibliches Publikum. Hallo, da sieht man schon. Hallo, die Damen. Freuen sich natürlich, den Boss hier mal wieder bestaunen zu dürfen. Auf der Modenschau in Wien. Aha. Da sind die beiden eitlen Schwäne. In Wien auf der Modenschau. Well, we are today here, the boss and the number one, at the fashion show in Vienna. So what I expected from the show was some nice girls wearing fashion, walking over the catwalk. But what I got was way more. And the highlight of the show will happen in about half an hour when the boss and the number one will walk over the catwalk. Step on the stage. Step on the stage and show their talent and skills on the and mic. Skills on the catwalk. Hallo. Hi. Ich habe eine Frage. Wir brauchen Videos von Kollegen. Was können wir machen? Dafür müssen wir jetzt eine Challenge machen. Also einer von euch beiden kann das gewinnen. Dafür müssen wir jetzt Armdrücken machen. Okay. Schaffen wir das? Ja, natürlich. So, und dann würde ich sagen, auf drei. Drei, zwei, eins, los. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Schauspieler von Kollegen gewonnen. Grußvideo. Ja, für die Alma, sie ist extremer Fan. Grüße. I love my supporters and that's what I'm living for and I will always stay true to myself and to my audience. And if I choose a male model for my new collection, it will be none other than the number one. Yeah, watch me. I'll be at the catwalk. I'm gonna be like this. Yeah.
Ja, da ist der Boss beim Catwalk zu sehen, wie Pfotenspuren im Schnee. Seid ihr gut drauf heute Abend? Es muss nicht immer mehr Freizügigkeit sein, damit eine Frau ihren Wert zeigen kann, sondern genau sowas. Genau sowas. Und auch meine Songs transportieren eine Message, die den Menschen Kraft geben soll. Und ich hoffe, auch ihr glaubt an euch, verwirklicht eure Träume und singt mit mir den nächsten Song zusammen. Denn dieser heißt, vielleicht kennt ihr ihn, John Gotti. Blut, ich mach Geld in Rio. Tony Montana und Michael Corleone in einem El Pacino. Godfather, Blood Money, Don Status. Wir haben auch Oshkobar, der bereits Modeling-Erfahrung mit sich bringt. Der hat auch einen Song dabei und wir haben einen Song dabei. Ja, und dann sind wir mit dem Boss nach Wien. Hatten da einen Auftritt auf einer Modenschau, da fühlte ich mich natürlich wohl. Aus der Vergangenheit noch und haben da richtig Bühne gerockt. I had difficult times too, but you have to never give up. Raise your head up high like a man. Stay boss. Say Bismillah and go forward. Yes. I believe in you. Das neue Album vom Boss. Oh, wenn Sie wüssten, was der Boss da zusammengeschustert hat. Oh, göttlich, grandios. Ach, was sag ich? Weltverändert. Der Boss endlich wieder laid back. Als wäre er spät zurück. Wie folgt stellt sich es dar. Was geht? Mein Name ist Hamid. Ich produziere unter dem Namen M3 und heute würde ich euch gerne ein bisschen über meine Produktion auf dem kommenden Kollege-Album erzählen. Fangen wir mal mit dem ersten Song an. Der Song ist so entstanden, dass ich ein Sample-Pack bekommen habe. Dann habe ich das Sample hier gefunden. Ja, Laidback, Anspielstation 1 auf dem Album La Deutsche Vita. Gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie möchtest du in ein Album starten. Und hier ist der Vibe direkt vorgegeben. Der Song beginnt mit einem Sample, so gemorpht. Das klingt schon fast wie so ein Hahn, der morgens kräht. So, hallo, wach, Leute, der Boss ist zurück. Ich fand das Sample sehr interessant. Es klang anders. Es war keine richtige Melodie. Es ist eher so einfach eine Vibe. Aber es war halt 131 BPM. Und das ist eigentlich keine BPM-Zahl, wo ich jetzt viele Beats jetzt mache. Bei Ableton ist halt das Gute, dass man mit dem Warping-System sehr viel machen kann. Also sehr große BPM-Bereiche kann man auf jeden Fall verändern. Also man hört das gar nicht raus. Bei dem Sample ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Das ist von 131 auf 93 BPM runter. Das klingt Bombe. Also das ist, da wollen wir mal was schaffen. So, Mikrofon auch wieder zu hoch eingestellt. Wir rappen das ganze Album doch im Sitzen ein. Dass die Leute das einfach nicht verstehen wollen. Das ist doch Laidback. Das war dann für mich auch schon, als ich das Sample so gehört habe, hat es schon mehr Bewegung gehabt. Und ich glaube, als erstes habe ich auch direkt die Bassline dazu gespielt. Das ist einfach nur am Ende der Melodie. Boom, 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 boom. Es geht von oben, dann geht es einfach wieder zum Grundton wieder runter. Ich hatte eigentlich direkt schon eine gute Idee, wie ich die Drums machen möchte.
Das ist nicht immer so, aber bei dem Beat war das, wusste ich schon direkt. Ja, es war schon sehr cool, aber untenrum hat mir auf jeden Fall noch viel gefehlt. Besonders da bei den Kicks. Ich hatte da gerade eine Moog neu gekauft und habe bei der Kick dann auch nochmal einfach immer den Grundton dazu gespielt, dass untenrum ein bisschen fülliger ist das Ganze. Und dann hört sich das so an. Leicht auch versetzt, also erstmal kommt die Kick leicht versetzt, dann auch immer die Bassline, damit da auch die Kick immer dann schön diesen Bums noch unten hat. Die Bassline spielt eigentlich immer den Grundton, damit das nicht ganz langweilig ist, ist ab und zu mal dann immer eine Oktave höher. Das mache ich eigentlich sehr oft mit Oktaven spielen, weil du bist eigentlich immer noch im Grundton, du veränderst nichts an der Stimmung, aber da ist immer noch eine kleine Variation. Und dann hört man auch schon die sonore Stimme des Bosses und der gleitet dann locker über die Beats wie Promenaden. Und es ist sehr schön, ihm zuzuhören. Wir haben Colles Stimme sehr, sehr fett und dominant gemischt. Gepaart halt mit dem minimalistischen Beat kommt das, finde ich, sehr geil. Man wird sofort in das Feeling vom Album reingezogen. Yeah, ich kam vom Untergrund zu goldenen Platten, dreh jetzt noch paar Ehrenrunden und lass mich vom Volk beklatschen. Und ja, ich weiß, ich wirkte manchmal recht ungehalten, doch das Album hier wird dein Schmankerl zum Zungeschnalzen. Dann gibt's einen Beat-Switch, der so leicht an Kolle Outro-Beats erinnert, aber doch dann irgendwie nochmal so einen anderen Flavor mit reinbringt. Das ist doch Laidback, genau wie das Intro. Das Intro heißt übrigens auch Laidback. Wieder Laidback, wieder Laidback. Wieder Oldschool, so smooth, so fresh. Kingship, Vintage, wie dein Tape-Deck. Grundgerüst ist gleich, die Drums sind gleich, Bassline ist gleich, ja. Aber da wurden dann nochmal Pads dazu gespielt, einige Instrumente, Stimmen und dann hat es nochmal eine andere Stimmung nochmal bekommen am Ende und ist ein super Intro geworden. So, der Asche musste schon ein bisschen früher weg, deswegen sind wir heute nur zu zweit beim Dacht. 18! Und es sieht gut aus. Ja, richtig knapp. Scheiße. Jetzt die 4. Boss, noch ist nicht alles verloren. Also, ich habe es jetzt genau beobachtet. Dieser Masahari, dieser Chicken Masahari, der geht viel zu weit nach vorne. Boah, jetzt geht's um alles. So knapp war das noch nie. Wo ist die 2? Ich muss auf die 2. Wir haben ein Battle, Friends! Es kann's doch nicht sein. Es ist immer ein enger Akt wie auf dem Drahtseil, präzise wie ein Dartpfeil. Aber der Masri, der spielt arschgeil. Du bist aber auch manchmal ein Glückspilz bei solchen Sachen. Ja, aber es gibt trotzdem kein Battle. Wie? Der Asche ist doch schon weg, wie willst du denn dann Battle durchziehen? Ja, Moment. Es gibt ja auch noch Battles, da gibt's ja schon ein Diss und da ist eine Antwort offen. Hm? Ich hätte sogar ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Was meinst du? Katja Krasowice gegen Dieter Bohlen. Bist du damit vertraut, lieber Boss? Ach, da gab es doch einen Track von ihr gegen ihn. Genau. Aber er hat ja bis jetzt nie geantwortet. Richtig. Stimmt, da ist eigentlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Geil. Ja, wie eingangs der Folge schon gesagt, es gibt so ein paar Fitner-Baustellen, so ein paar Streitigkeiten, wo man einfach jetzt sagen muss, komm, da machen wir in diesem Sinne jetzt den Tisch, machen das Ding zu, tragen es jetzt einmal aus, lassen mal den Dieter nochmal antworten hier, es ist nur fair und dann sollen die Leute entscheiden, wer da jetzt am Ende den Punkt gesetzt hat und dann machen wir zu. Das ist das, oder was? Ja. Zeig mir das mal. Das hat die auf TikTok hochgeladen, die Dieter. Die sind immer beleidigend, die Jugendlichen. Ich bedauere, wie keine Mann mehr.
Jörgo, mach das aus. Mach das aus. Ich sag da was zu. Okay, okay, okay. Hast du so ein Beat da oder hast du, machst du Instrumente? Du bist Dieter. Producer, richtig? Richtig. Ja, mega. Ja, Dieter, dann spiele ich mal ab, ja? Ja, aber ein bisschen was Peppiges mal. Okay. Nö, wieso? Ich finde, das hat auch mega mit Gleichberechtigung zu tun irgendwie, wenn ich da jetzt auch so mega woke drauf antworte in ihrer Sprache mit Rap. Nö. Wieso? Ich finde, das ist vollkommen legitim irgendwie und ich mach das jetzt. Hallo liebe Leute, es ist Dieter Bohlen, Moneymaker, letzter Player, wir in Libero. Neulich hatte ich wieder mal ein krasses Drama mit irgend so einem menschlichen Ersatzteillager. Die ist auch mit Make-up noch die letzte Eule. Was die macht, die verkauft an Kinder Sexspielzeug. Das hier ist mein erster Rap-G-Versuch. Du gewinnst die Misswahl als missglückter Genversuch. Was ich sage, wenn die Katja mal ins Wasser will, lass es chillen, das Meer ist schon voller Plastikmüll. Ich weiß nicht, ist das Female Empowerment? Damit rumzuprallen, wie viel Schwanz ins Maul man nimmt. Katja Backstage bei Modern Talking, zwei Stangen in den Händen, Nordic Walking. Was darf man noch sagen, was ist falsche Tonart? Mimimi, früher war das anders wie Thomas. Nö, für mich ist das Ganze ein krasser Witz. Nö, ich fänd das auch mega ungerecht irgendwie, wenn ich da jetzt gegen so eine Frau als Mann antrete und deswegen hab ich mich mit meiner Ex vertragen und mach mal ein Duett aus der ganzen Geschichte. Thomas! Thomas! Goldene Hits, so viel Chicks und davon noch eine Nadja. Mach gern Spaß, doch ich frag, sag mir, wer ist diese Katja? Goldene Hits, so viel Chicks und davon noch eine Nadja. Mach gern Spaß, doch ich frag, sag mir, wer ist diese Katja? Schwester Katja, 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 warum hast du keinen Charakter? Hab dich überall geblockt und du kurz an. Thomas, dass du hier vorbeischaust, irgendwie mega, grüß dich irgendwie. Nee, lass mal. Du kannst jetzt auch im Prinzip da wieder gehen, da ist die Tür da hinten, ist die Tür. Thomas, komm raus mit dir. Nö, ihr habt ja gar keinen Bock drauf. Du, dann lass uns doch direkt ein Album machen. Deal. Nö, ich fand, du hast Talent, du hast auch einen coolen Beat, einen coolen Rhythmus hier. Die Melodie fand ich irgendwie auch irgendwie. Nö, also für mich bist du weiter. Danke, Dieter, danke. Ab in Recall. Ja, das Battle war ein absolutes Highlight. Ich meine, ich weiß nicht, wo der Kolle den Thomas Anders hergeholt hat, dass die den auch noch bekommen haben. Also, geil, krasses Battle. So, und damit ist das Ding aber auch dann zu offiziell, oder? Reicht. Vertragt euch. Oh, eine nice Folge wieder gewesen, oder? Brutal. Bist du auch schon so gespannt auf die nächste Folge? Ey, voll. Ey, langsam wird das richtig interessant noch, oder? Langsam nimmt das Fahrt auf richtig, meine neue, ne? Lieblingsserie mitten im Boss Life. Ehrlich, scheiß auf die ganzen anderen Serien. Lass den Leuten mal einen kleinen Ausblick geben, was in der nächsten Folge alles kommt. Bis dahin bestellt das Album La Deutsche Vita vor. Jetzt die ultra coole Bossbox zu. Nur solange der Vorrat reicht.